Wir lernen diese Woche in der Tora über Noach. Noach, Noach, die Arche Noach, die gigantische Sintflut, die alles ausgelöscht hat und die neue Welt, die Gott gebaut hat, nach Noach, ja, mit Noach und seine Nachkommen, seinen drei Söhnen. Aber wir wissen, in der Tora, alles, was in der Tora steht, hat auch für uns Bedeutung heute. Und die Tora erzählt nicht nur Geschichten, um uns zu warnen, sondern alles, was in der Tora steht, alle Details in der Tora, das gibt es auch heute auch. Nicht nur damals und das Lernen, sondern das gibt es heute auch. So auch die Sintflut gibt es auch heute. Die Arche Noach gibt es auch heute. Und was bedeuten diese Dinge für uns? Was lernen wir daraus für unser Leben? Heute, hier und jetzt. In den Büchern der Chassidut steht geschrieben, der alte Rebbe bringt das in Likutei Torah, dass der Mabul, die Sintflut heutzutage im spirituellen Sinn, sind alle Tirdot, alle Sorgen, die der Mensch hat. Er sagt dort ausführlich Tirdot Aparnassa, ein Mensch hat Sorgen wegen seinem Lebensunterhalt, wie zahlt er seine Rechnungen. Ein Mensch hat Sorgen wegen seinem Studium, wegen seinem Lernen, was werde ich in Zukunft machen, was werde ich erreichen. Und jeder Mensch hat Sorgen, die mit Gott nichts zu tun haben. Ein Mensch hat nicht Sorgen, warum lerne ich nicht genug und dann mache ich meinen nächsten Sium. Ich habe ja auch so viele Sorgen. Aber die meisten Menschen, ihre Sorgen sind Sorgen, die mit der Weltlichkeit zu tun haben. Sagt der alte Rebbe, dass der Mensch wird überflutet von diesen Sorgen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber das, was der Mensch den ganzen Tag macht, auch wenn er betet und schurat, aber die Mehrheit des Tages widmet er diesen Dingen. Geschäft, Arbeit, Studium, Lernen, den profanen Sachen. Und leider ist es meistens so, dass auch während dem Gebet er denkt an diese Sachen. So stark sorgt ihn das, so stark erfasst ihn diese Sachen, dass es wie ein Mabul ist, es ist wie eine Sintflut, die ihn überflutet und ihm keine Ruhe lässt. Höchstens, wenn er im Schiur sitzt, schaltet er ab, weil dann ist er im Schiur tief drin und er mag Torah lernen. Aber dann, wenn er rausgeht, sofort, tak, 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 schon kommen wieder diese Gedanken. Was mache ich, wie mache ich und und. Sagt also, dass das ist der Mabul im Spirituellen. Alle Sorgen, die ein Mensch hat, und sie überfluten den Menschen, sie überschwemmen ihn und lassen ihm keine Ruhe. Okay, und was ist die Rettung vor dem Mabul? Was ist die Rettung vor der Sintflut? Er erzählt uns von Tevat Noach, die Arche Noah. Die Arche von Noach, das große Schiff, das Noach gebaut hat, das ist die Rettung. So, das heißt, wenn wir uns retten wollen vor der Sintflut, vor all den Sorgen und all den Dingen, die uns ablenken, vor unserer Aufgabe im Leben, Torah und Mitzvot zu erfüllen, sagt uns die Torah, wir müssen reingehen in die Tevat Noach. Wir müssen reingehen in die Arche von Noach. Und das wird uns retten. Ich glaube, jeder von uns sucht das. Wir alle suchen eine Menuchat HaNefesh, eine seelische Ruhe, eine innere Harmonie. Jeder sucht, wann kann ich endlich glücklich sein, zufrieden sein. Ja, wann wird mich jetzt daran nicht stören. Jeder sucht sich zu retten vor diesen negativen Einflüssen. Schlechte Gedanken, Sorgen und. Das ist ein Problem, das heute sehr groß ist. Die Menschen suchen Lösungen. Der eine macht Yoga, der andere meditiert, der fährt nach Fernost. Die Leute suchen ein Seelenheil. Weil die Menschen, obwohl wir alles haben, wir werden überflutet von so vielen Dingen. Wir sind unglücklich, wir haben innere Leere. Jeder Mensch sucht das. Und jetzt die Frage ist, bemerkt, was? Die Tora gibt uns hier irgendein Mittel, irgendeine Medizin und sagt, geh in die Arche von Noach. Geh in die Arche von Noach, das wird dich retten von dieser Flut, von Verirrungen, von Verwirrungen im Leben. Geh in die Arche von Noach. Jetzt, was ist diese Arche von Noach? Was bedeutet das? Was gibt uns hier die Torah? Welche grandiose Idee, grandiose Medizin sagt die Torah, mach es und dann wirst du das alles los sein. Dann wirst du dich retten vor all diesen Dingen, die den Menschen verwirren und kaputt machen. Was ist das? Okay. Um das zu verstehen, du sagst also, die Arche von Noach ist Vertrauen in Gott. Geh rein in das Vertrauen in Gott.
Okay, schauen wir uns das an. Um das zu verstehen, gründlich zu verstehen, was ist diese Arche Noach, die uns rettet, wohin müssen wir uns da flüchten, müssen wir uns unsere Parascha einmal genauer anschauen. Es gibt vier große Fragen bezüglich der ganzen Geschichte um den Mabul. Es gibt zu Pesach die vier Kushiot, Manishtana. Ja, auch zu dieser Parascha haben wir vier große Fragen. Die Geschichte um den Mabul ist nämlich sehr komisch. Vier große Fragen. Schauen wir uns die Fragen an. Und wenn wir das verstehen, werden wir auch die Antwort haben auf diese Frage, die wir gestellt haben. Die allererste Frage ist, Gott möchte die Welt bestrafen. Wieso macht er das mit Wasser? Wieso mit Wasser? Es gibt viele Möglichkeiten. Warum Wasser? Wir werden die Fragen jetzt kurz erwähnen und dann ausführlich. Zweite Frage. Warum 40 Tage? 40 Tage hat es geregnet, unaufhörlich. Warum 40 Tage? Nicht mehr, nicht weniger. Was hat es an sich mit dieser 40? Dritte Frage. Warum sollte die Rettung durch eine Arche sein? Durch ein Schiff? Vierte Frage. Hat es ihm das gebracht? Ich meine, nach der Sintflut wurden die Menschen besser? Hat Gott, Gott die Probleme gelöst durch die Sintflut? Oder hat es nur gestoppt und alles beginnt wieder von neu? Nach der Sintflut haben die Menschen nicht mehr gesündigt, sind nicht wieder verfallen in Sünde. Also das sind diese vier großen Fragen, die wir haben. So, wir werden verstehen, wir werden sehen gleich, dass wir müssen davon ausgehen, dass die Sintflut war nicht nur eine Strafe. Denn wäre es eine Strafe, Gott könnte anders strafen, dann müsste es nicht 40 Tage sein und so weiter. Sondern die Sintflut war was viel Tieferes. Und auch die Arche Noach, das Schiff, war nicht nur eine Rettung, sondern da steckt viel, viel mehr drinnen. Schauen wir uns die Dinge an. Zuallererst einmal, wie ist es gekommen zu dem Mabul? 1500 Jahre nachdem Gott die Welt erschaffen hat, ist die ganze Menschheit und die Tierwelt in Sünde gefallen. Sie haben gesündigt in jeder Sache, die sie nur konnten. Und irgendwann hat Gott gesagt, so, mir reicht es. Mir reicht es. Die Welt versinkt, es ist keine Zivilisation mehr. Die Menschen benehmen sich wie Tiere und sogar die Tiere gehen vom richtigen Weg ab. Und Gott entscheidet sich, eine Sintflut zu bringen. 40 Tage Regen und noch 150 Tage hat es gedauert, bis man wieder Land sehen konnte. Am 17. Cheshvan, das ist in genau 17 Tagen, hat die Sintflut begonnen. Und hat gedauert 40 Tage der Regen und noch 140 Tage und dann Noach hat geschickt die Vögel, um zu sehen, ob es Land gibt. Ja? Insgesamt war noch ein Jahr auf der Arche mit all den Tieren und so weiter. Jetzt, wir haben gefragt, okay, Gott will die Welt bestrafen. Warum mit Wasser? Warum mit Wasser? Ihr fragt euch nur, warum nicht? Denn Gott hat viele Wege, die Welt zu bestrafen. Wenn wir sehen in der Tora, wie Gott Menschen bestraft, treffen wir auf alles auf außer war auf Wasser. Wenn Sdom und Amora, lesen wir in noch ein paar Wochen, hat Gott bestraft mit Hagel und Feuer. Ron, Sancheriv und sein riesiges Militär hat Gott bestraft, indem er Engel geschickt hat, die sie in einem Moment vernichtet haben. Die Völker im Land Knan, als das Volk Israel das Land erobern wollte, hat Gott bestraft mit der Zirat. Das war so eine Vogelart, die Gift gespuckt hat und so die Menschen getötet hat, erzählt die Tora. Ja. Also Gott hat viele Wege, Menschen zu bestrafen. Ja, Korach hat Gott bestraft, indem die Erde aufgegangen ist und sie verschluckt hat. Warum bestraft Gott mit Wasser? Warum mit Wasser? So, abgesehen von der Frage, warum mit Wasser und mit was anderem, es passt auch gar nicht, mit Wasser zu bestrafen. Wir wissen, Wasser ist Bracha. Wasser ist ein gutes Zeichen. Man sagt, Gishmei Bracha. Ja, das Wasser ist ja ein Segen. Man sagt im Namen von Baal Shem Tov, dass wenn man sieht, das Wasser ausschüttet, soll man sagen, der Baal Shem Tov hat gesagt, dass Wasser ist Bracha ist. So Bracha, Wasser ist ein gutes Zeichen. Wasser gibt Leben. Wasser ist lebensnotwendig. Also die Menschen suchen heute Wasser am Mars.
Alle wissen vom Wasser, alles kommt vom Wasser. Ja, die ganze Schöpfung hat mit Wasser begonnen. Alles besteht aus Wasser mehrheitlich. Die Welt, der Körper, das Kind wächst auf, beginnt mit Wasser. Alles beginnt, alles ist Wasser. Wasser ist etwas, Wasser bringt Leben. Und hier nimmt Gott das Element Wasser und benutzt es zur Vernichtung. Das passt nicht. Wir wissen, es gibt ein Verbot von Fleisch und Milch. Eines der Gründe, warum wir nicht Fleisch und Milch essen dürfen, was sagt die Tora? Alte Vashilke di Bechalevimo. Koche nicht das Zicklein in seiner Muttermilch. Warum ist das so schlimm? Weil Milch gibt Leben. Wie benutzt du die Milch, um damit zu töten? Das ist grausam. Weil es passt nicht, das ist unanständig. Hier nimmt Gott das Wasser, Element Wasser, das Leben gibt und bringt damit um. Es wird erzählt, um zu verstehen, schaut, welche starke Symbolik Wasser hat von Bracha. Es wird erzählt, dass eine afroamerikanische Frau hat gearbeitet bei einer Hausfrau im Haus des Lubavitcherin. Geholfen. Und immer, sie hat nie den Regenschirm gehabt. Auch wenn es stark geregnet hat, sie hat nie den Regenschirm gehabt. Sie gingen rein, raus, ohne Regenschirm, sie wurde pitschnass, also hat sich nicht gestört. Einmal hat man sie darauf angesprochen, warum? Sie hat geantwortet, dieselbe Frage habe ich den Lubavitcherin auch gefragt. Ich habe gesehen, ihn beobachtet, auch wenn es stark regnet, er hat nie einen Regenschirm gehabt. Ich habe ihn mal darauf angesprochen, warum hat er keinen Regenschirm? Der Rebbe hat so geantwortet, Gott gibt einem Menschen Bracha. Warum soll ich es blockieren? Der Regen ist eine Bracha von Gott und ich soll es blockieren mit einem Regenschirm. Soll schütten, das ist eine Bracha. Wir sehen, Regen, Wasser ist eine Bracha. Und Gott nimmt das Element Wasser, um zu zerstören. Lamm. Warum? Erste Frage. Du sagst, man zerstören, wir sollen nicht reinigen. Wir sehen, die sind war doch eine Strafe, oder nicht? Das ist ertrunken. Okay. Zweite große Frage. Warum 40 Tage? Die Zahl 40 ist nicht irgendeine Zahl. Die Zahl 40 im Judentum ist eine besondere Zahl. Die Zahl 40 ist die Zahl, die Rachamim, die Erbarmherzigkeit ausdrückt. Die Kreation ausdrückt. Schaut euch an, Moshe Rabbeinu war wie viele Tage auf dem Berg Sinai? 40 Tage. Dreimal, nicht einmal. Dreimal, er hat drei Runden gemacht. Wir nennen die Zeit von Elul bis Yom Kippur die 40 Tage des Erbarmens. Wegen Moshe Rabbeinu. Das ist die Zahl 40 symbolisiert Barmherzigkeit. Das ist die Zeit, wo Gott sagt, so, dann gebe ich euch, dann verzeihe ich euch. So 40 ist eine Zahl von Barmherzigkeit. Abgesehen davon, wir wissen, dass es 40 Tage braucht, bis man an einer Frau kennt, dass sie schwanger ist. Bis man das kontrollieren kann. Ja, bis das aufgenommen wird im Körper der Frau. Das dauert 40 Tage, ein Prozess von 40 Tagen. 40 Tage, das ist der Beginn von der Schöpfung von den Menschen. Also 40 Tage drückt auf Kreation. Leben, Barmherzigkeit und gerade mit dieser Zahl vernichtet Gott die Welt. Passt nicht. Widersprüchlich. Dritte Frage, warum durch ein Schiff? Warum die Rettung sollte durch ein Schiff passieren? Wozu ein Schiff? Gott hätte doch auch so machen können, dass es an einem Platz der Erde gar nicht regnet und noch dorthin retten können. Es gibt sogar einen Midrasch, der sagt, dass wirklich in Eretz Israel hat es nicht geregnet. Eretz Israel war trocken. Die restliche Welt war überflutet, aber Eretz Israel war trocken. Es gibt einen Midrasch. Das heißt, Gott hätte Noach einfach dorthin schicken können. Warum lässt er ihn wandern mit dem Schiff? Und der Herr musste das auch noch bauen. Mein Jan. So jetzt, ihr alle kennt den Midrasch und Rashi bringt es, dass Gott hat Noach die Arche bauen lassen, um die Leute zu warnen. Warum? Damit die Leute wissen, schau, Noach sagt, jetzt kommt eine Sintflut, bereitet euch vor, 120 Jahre hat er gebaut. Aber auch das ist nicht so, das ist nicht Chalak, das hat eine Erschwernis, diese Erklärung. Denn wo haben wir in der ganzen Tora gefunden, dass Gott für die Menschen ein visuelles Zeichen geben muss und sie warnen muss? Passt auf, sonst bringe ich Strafe. Wo haben wir das in der Tora gefunden? Alle Propheten, die haben Israel
zurechtgewiesen haben, haben nie gebaut einen Beit HaMikdash und ihn verbrannt. Das wird passieren, wenn ihr nicht Tshuva macht. Ja, Jonah Navi, den Gott geschickt hat, um Ninveh zu warnen, die Stadt Ninveh, dass sie sich verbessern, sonst wird Gott die Stadt vernichten. Er hat nicht gehabt eine Miniatur von Ninveh. Wenn ihr das nicht macht, wird die Stadt zerstört werden. Gott hat nie gesagt, Propheten, macht, zeigt es dem jüdischen Volk bildlich. Wenn das passiert, wenn ihr nicht Tshuva macht, dann passiert das. Und auf einmal hier sagt Gott, noch baue eine Arche, zeige den Menschen bildlich, was kommen wird, wenn sie nicht Tshuva machen. Makara, warum gerade hier? Also wozu diese Arche? Gott hätte ihn retten können, mit einem anderen Mittel, hätte ihn schicken können nach Eretz Israel. Wozu die Arche? Abgesehen davon, das Wort, auf Hebräisch sagt man Tevat Noach. Teva. Dieses Wort Teva bedeutet wie eine Schachtel. Ja? Ein Schiff. Warum nennt man das Schiff von Noach Teva? Das ist nicht umgangssprachlich. Die Tora, wenn sie über Schiffe redet, sagt Sfina, Onia. Sie hat Ausdrücke für Schiffe. Das Wort Teva, es kommt hier einmal vor für Bezeichnung von Schiff und nie wieder in den Schriften. Das heißt, das Wort Teva ist kein typisches Wort für Schiff. Überhaupt nicht. Und warum wird hier verwendet das Wort Teva? Also wozu überhaupt ein Schiff und warum wird es auch so benannt? So, und die letzte Frage, die wir hatten. Wie hat die Sintflut das Problem der Menschheit gelöst? Die ihre Sünden gelöst. Danach gab es keine Sünden, danach wurden die Menschen besser. Inwiefern wurde das Problem gelöst? Was war die Sünde der Menschen zu der Zeit? Sie haben viele Sünden gemacht. Der Talmud sagt doch ausführlich, warum hat Gott die Menschheit bestraft? Warum hat er über seine Sintflut gebracht? Da war der Talmud. Ja, lo nigzar dinam ela biglal hagezel. Warum hat Gott entschieden, jetzt genug? Weil sie haben gestohlen. Sie haben geraubt. Was solltest du fragen, Alon? Na, kurze Frage, und so, dass die Menschen gesündigt haben, das kann man verstehen, ja, wenn die Menschen freien Willen haben. Aber was hat das mit den Tieren zu tun? Haben die Tiere auch einen freien Willen, dass sie sich entscheiden können, irgendwie Blödsinn zu machen oder zu sündigen? Wie? Du hast eine gute Frage gestellt. Aber das weil es sehr oft erwähnt wird, auch die Tiere. Aber es war wegen den Menschen. Ein Tier. Ein Hund greift normalerweise niemanden an. Wenn sein Herr ihn dressiert, aggressiv zu sein, wird der Hund andere Menschen angreifen und sie beißen. Weißt du, der Mensch hat auf Tiere auch Einfluss. Es kann sein, dass der Mensch sich so versündigt hat, dass er sogar schlechten Einfluss auf die Tiere hatte. Und sie wurden grausam, sie wurden aggressiv. Ich weiß es nicht. Aber das war wegen den Menschen. Das war nicht von den Tieren, haben ja keine Wahl an sich. Das war wegen den Menschen. Das war alles wegen den Menschen. Aber was war die Sünde also des Menschen? Dass er, sagt der Talmud, dass er gestohlen hat. Warte, ich meine, die Menschen haben auch gemordet. Seinem Götzen gedient. Und nur wegen dem Diebstahl, Gott gesagt, genug. Na, was steckt dahinter? Was war das wahre Problem? Das Problem, der Diebstahl war ja nur ein Ausdruck von dem echten Problem. Das Problem der Menschen war, dass sie neidisch waren. Kina. Ein Mensch, der neidisch ist, am Schluss erstiehlt. Was bedeutet Neid? Neid bedeutet, ich bin nicht zufrieden, was ich habe. Und der andere hat mehr als ich. Neid bedeutet, meine einzige Lösung aus meinem Problem ist, wenn ich das bekomme, was der andere hat. Ich schaue immer auf den anderen. Er hat mehr als ich und ich brauche das, damit ich glücklich bin. Und von Neid kommt Diebstahl. Erst, es beginnt mit der Begierde und dann kommt der Neid. Der andere hat mehr als ich und dann kommt der Diebstahl. Das heißt, das eigentliche Problem der Menschen war, dass sie neidisch waren. Sie waren neidisch, sie wollten mehr haben. Der Neid, wenn man ja neidisch, dann wenn man bekommt, ist man gierig, man will noch haben und noch haben. Das war die eigentliche Sünde der Menschen. Also das war eine Eigenschaft, das war wirklich die Eigenschaft, ist weggegangen. Heute sind die Menschen nicht mehr neidisch, genauso neidisch. Das ist sehr interessant, wenn man schaut, seit der Schöpfung bis Noach, alle Sünden, die die Menschen begangen haben, waren wegen Neid.
Alle Sünden waren wegen Neid. Noch bevor der Mensch erschaffen wurde, hören wir schon, dass am vierten Tag der Mond neidisch war auf die Sonne. Weil Gott hat anfangs Mond und Sonne gleich groß erschaffen. Was hat der Mond zu Gott gesagt? Es kann nicht sein, dass es zwei Könige gibt im Himmel. Genau, der Mond war neidisch auf die Sonne. War er auch? Nein, nur ich. Hat Gott gesagt, okay, dann bist du der Kleinere. Wenn du so Gott warst, bist du eben der Kleinere. Aber das ist Neid. Die Himmelskörper haben auch schon Neid gehabt. Und nach ihm, was ist passiert? Dann kam schon mal Damarishon. Wo war der Neid? Wo hat der Neid begonnen? Bei der Schlange. Der Rasch erklärt, warum die Schlange wollte Adam und Chava zur Sünde verführen. Nice. Weil sie war neidisch. Sie war neidisch, dass Adam Chava hat und die Schlange wollte Chava haben. Mit Rashim. Und dann hat die Schlange Chava zur Sünde verführt. Auf einmal wurde Chava neidisch. Und hat deswegen Adam auch gegeben. Warum war sie neidisch? Sagt denn jetzt, wenn ich gegessen habe, werde ich sterben. Dann wird Adam nehmen eine andere Frau. Das will ich nicht. Dann soll er lieber mit mir sterben. Auch aus Neid. Und dann Adam begeht die Sünde. Auch aus Neid. Weil was hat ihm Chava erzählt? Wenn wir essen von dem Baum, werden wir wie unser Schöpfer, der zwischen Gut und Böse, der zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Der kennt Gut und Böse. Da hat er gesagt, ah, Gott kann das ich nicht. Ja, la. Dann esse, dann sündige ich. Aus Neid will ich so wie Gott sein möchte. Und was war nach Adam? Kain und Hevel. Warum hat kein Hevel umgebracht? Neid. Aus Neid für die Regierung über die Welt. Ich meine, es waren eh nur zwei. Hätten sich halt, nein, Kain, ich möchte die ganze Welt haben. Du sollst gar nichts haben. Sie umgebracht, aber sehen, alle Sünden schließlich kommen von Neid. Alles beginnt mit Neid und endet dann bei den schlimmsten Sachen. Und die Frage, die sich stellt, ist wirklich, wie die Sintflut hat das gelöst. Gott bringt eine Sintflut, weil die Menschen alle neidisch waren. Aber wie wird. Und danach gibt es keine Neid mehr, Makara. Haben wir die vier Fragen verstanden? Wiederholen wir sie nochmal, damit das im Kopf. Erste Frage: Warum mit Wasser bestrafen? Zweite Frage: Warum 40 Tage? Dritte Frage: Warum kam die Rettung durch eine Arche, durch ein Schiff? Und vierte Frage, wie hat die Sintflut das Problem gelöst? Die Menschen haben aus Neid gesündigt. Und wie durch die Sintflut gibt es keine Neid mehr? Wie die Sintflut löst das Problem von Neid? Vier Fragen. Gut. Es gibt Kommentatoren, sie erklären Folgendes. Warum hat Gott eine Sintflut gebracht? Warum war die Strafe durch Wasser? Mida keneged mida. Tat um Tat. Warum Tat um Tat? Die Menschen haben gesündigt durch Diebstahl. Ja, Neid hat geführt zu Raub, zu Diebstahl. Was ist Diebstahl? Diebstahl bedeutet, dass ich mich verbreite in das Territorium eines anderen. Also das ist ja Diebstahl. Ich gehe hinein, ich breite mich aus in das Territorium eines anderen Menschen. Das, was ihm gehört, gehört mir. So breite ich mich noch mehr aus, noch mehr aus und denke, alles gehört mir, ich habe Anspruch auf alles. Sagt er, Wasser ist genauso. Was ist die Eigenschaft von Wasser? Es breitet sich überall aus. Dort, wo es rein kann, geht rein. Wasser hält nicht nirgendwo an. Machst du die Tür auf, kommt es auch rein. Und wenn du die Tür nicht aufmachst und die Tür ist zu schwach oder der Wasserdruck wird zu stark, bricht das Wasser die Tür auf. So erklärt das der Klierka. Das Tat und Tat, sie haben gesündigt, indem sie sich ausbreiten wollten. Hat Gott sie bestraft mit einem Element, das ich auch immer nur ausbreiten möchte und überall hinkommen möchte. Aber auch Feuer breitet sich aus. Feuer breitet sich nur aus mit Wind. Feuer lässt du um. Feuer ohne Wind erstickt. Ohne Luft erstickt ihr Feuer. So, jetzt der Rabbi Chaim Vital bringt schon etwas Tieferes, eine tiefere Erklärung. Sagt, warum mit Wasser? Sagt, auch Tat und Tat. Aber was? Warum Wasser? Weil der Mensch, die Menschen haben ja gesündigt aus Neid. Stimmt's? So. Neid kommt von welchem Element? Im Buch Tanja steht hier geschrieben, nicht Buch Tanja hat das erfunden, bringt das auch von Rabbi Chaim Vital, dass alles aus vier Elementen besteht. Feuer, Wasser, Luft und Erde.
Von jedem Element kommen gewisse Eigenschaften. Ja, von Feuer kommt Hochmut, Zorn. Was kommt von Wasser? Von Wasser kommt die Eigenschaft des Genusses. Des Genusses, des Vergnügens. Ja, wir wissen Wasser, wir sehen das sehr schön. Dass überall, wo Wasser ist, hat man Genuss. Wisst ihr, anhand was wird ein Hotel bezeichnet? 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne. Ob es hat Sauna, ob es hat Jacuzzi, ob es hat Swimmingpool. Sofort das Hotel wird überall. Die besten Hotels bauen neben Strand, neben Wasser, wo es Wasser gibt. Wasser bringt Genuss. Warum die Menschen essen lieber saftigere Sachen, nicht trockene Sachen? Weil saftig schmeckt besser. Flüssigkeit, Wasser schmeckt besser als trocken. Das heißt, Wasser hat für uns einen immensen Faktor von Genießen, von Genuss. So, und in dem Moment, wenn der Mensch Genuss hat, was passiert? Er wird neidisch. Warum will ich haben etwas, was ein anderer hat? Weil ich möchte diesen Genuss haben. Der Mensch will ihn nur haben, wenn er sich davon einen Genuss erwartet, einen Nutzen erwartet, dass er was davon hat, irgendeinen Kaif. Das aber will er haben, er wird neidisch. Sag Rabbi Chaim Vital, sie haben gesündigt wegen dem Element von Wasser. Straft Gott sie mit dem Element von Wasser. Tat und Tat. Sie haben gesündigt mit einer Eigenschaft, die vom Element Wasser kommt. Macht Gott mit ihnen Tat und Tat, gibt ihnen das Element Wasser auf den Kopf. Sie wollten Wasser haben, sie wollten genießen, unaufhörlich. Hat ihnen Gott gebracht ein unaufhörliches Wasser, bis sie ertrunken. So erklären die Torah-Kommentatoren. Das war der Kli Akar, Rabbi Chaim Vital. Aber die Lehre der Chassidut schaut die ganze Thematik mit der Sinnflut von einer ganz anderen Perspektive. Das wisst die Lehre der Chassidut sieht das ganz anders. Und sie sagt, dass das Wasser damit war ja nicht nur eine Strafe. Es ist unmöglich zu sagen, dass Gott nur straft. Und deshalb war Wasser. Warum? Denn was wir gerade gelernt haben, erklärt, warum es Wasser war. Aber warum waren es 40 Tage? Warum braucht es eine Arche? Wir haben nur erklärt, warum Wasser. Aber was ist mit anderen Fragen, die wir gehabt haben? Kommt die Lehre der Chassidut und bringt eine revolutionäre Erklärung. Dass die Sintflut war nicht nur um zu strafen, sondern vielmehr war die Sintflut um zu reinigen. Die Sintflut war wie ein riesiges Mikwebecken, ein riesiges Reinigungsbecken, in das die Welt getaucht wurde, um sie zu reinigen. So erklärt die Chassidut. Schauen wir uns das an. Das Geheimnis zu dem, was wir gesagt haben, finden wir in den ersten Versen der Tora. Was sagt die Tora? Bereshit bara Elokim et hashamayim ve et haaretz. והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. Am Anfang schuf Gott die Welt, Himmel und Erde, der Himmel war wüst, war Balagan, und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Das heißt, wir sehen von hier, die Tora sagt, am Anfang war der Zustand der Welt, alles war Wasser. Es gab kein Land, alles war voll mit Wasser. Aha. Die ganze Welt war nur mit Wasser. Es gab keine Erde. Später hat dann Gott getrennt, Himmel, hat das Land sichtbar werden lassen. Aber ursprünglich war die Schöpfung nur Wasser. Es gab kein Land, alles war nur Wasser. Was ist dieses Wasser? Warum hat das Gott so gemacht? Warum hat Gott die Welt erschaffen ursprünglich nur mit Wasser? Er hätte auch erschaffen können. Das bedeutet ursprünglich nur, redet man jetzt von der Erde oder generell von alles? Wir reden jetzt von der Erde. Die Torah redet bei Schöpfung auch nur von der Erde. Diese Welt. Das heißt, die ganze Kugel war nur mit Wasser. Es gab nichts. Es gab keine Luft, es gab keine Atmosphäre, es gab ja nichts. Die Atmosphäre kam ja dann mit dem oberen Wasser. Das kamen dann die Wolken. Ja, Wasser in Gasform. Aber es war nur Wasser. Warum? Warum hat Gott die Welt erschaffen nur mit Wasser? Welche Idee steckt dahinter? Das alles war am Anfang nur Wasser. Gott hätte es erschaffen können im Vorhinein, Land und Wasser. Wieso? Gott erschafft nur Wasser und dann schiebt er die Wasser beiseite, macht die Meere und es wird Land, dann kommt der Himmel.
Aber warum? Warum war ursprünglich nur Wasser so? Die Lehre der Chassidut erklärt, dass es steckt eine sehr, sehr tiefgründige Idee hinter dem Wasser. Was ist eigentlich Wasser? Was ist ein Meer? Ein Wasser ist ein Element, das alles, was sich im Wasser befindet, vereint. Die Existenz unter dem Wasser ist nicht wie die Existenz über dem Wasser. Alles, was im Wasser ist, wird zu einer gemeinsamen, vereinten Existenz. Und alle Geschöpfe im Wasser werden Teil des Wassers und sind nicht etwas Selbstständiges. Sie alle spüren und atmen dieses Wasser. Wir wissen, dass wenn sie von dort rausgehen, sterben sie. Das heißt, Wasser symbolisiert eine Einheit, eine Zugehörigkeit, eine Abhängigkeit von der Lebensquelle. Das symbolisiert alles Wasser. Das ist der große Unterschied zwischen Landtieren und Wassertieren. Wassertiere, sie spüren, wie Wasser ihr Leben ist. Viel mehr als was Luft das Leben für Landtiere ist. Sie spüren, das Wasser ist ihr Element. Sie sehen sich wie ein Teil des Wassers, nicht als etwas Selbstständiges. Land, das heißt, ihr Ego-Gefühl, wenn wir das so nennen, ist so gut wie null. Weil sie spüren sich nicht. Sie sehen, alles ist nur Wasser. Überall, wo ich sehe, gibt es nur Wasser. Und ich bin auch nur im Wasser. Ich wohne im Wasser, ich esse im Wasser. Alles kommt vom Wasser. Sie kennen die Welt nicht, so wie sie draußen ist. Aber die Landtiere sind anders. Die Landtiere gehen auf der Erde. Sie können auch springen. Manche können sogar fliegen und von der Erde sich abheben. Die Abhängigkeit eines Landtieres von der Erde ist viel kleiner, spürbar kleiner, als die Abhängigkeit von einem Fisch im Wasser. Also das heißt, wenn wir über Wasser reden, dann symbolisiert Wasser, dass die Individuen im Wasser nicht viel zählen. Sie geben sich auf ihre Lebensquelle. Und Landtiere hingegen sind wie selbstständig, wie können klarkommen auch ohne ihre Lebensquelle, sind nicht so abhängig von ihrer Lebensquelle. Das heißt, Wasser symbolisiert Unabhängigkeit von der Lebensquelle, symbolisiert Selbstlosigkeit, symbolisiert Bitul. Ja? Das heißt, ich bin im Wasser und ich brauche das Wasser und ich kann ohne Wasser nicht leben. Und alle Geschöpfe sind in derselben Ebene sozusagen unter dem Wasser. Deshalb, wenn du siehst von oben, siehst du die Tiere gar nicht. Du siehst alles nur Wasser. Klein und groß spielt keine Rolle. Alles ist nur Wasser. Alle sind gleich. Alle sind dem Wasser untertänig. Aber auf Land nicht. Auf Land siehst du hohe Bäume, kleine Tiere, der läuft, der steht. Du siehst viele, viele Details. Viele selbstständige Details. Im Wasser hingegen ist alles aufgelöst. Alles aufgelöst. Alles ist dort. Alles ist dort gleich. Und das ist bei Mikwe. Warum? Während Jungtum haben wir Mikwe. Reinigung. Was ist Mikwe? Was ist Reinigungsbad? Der Mensch geht in die Mikwe. Was ist die allerwichtigste Halacha in der Mikwe? 40 Jahre, oder? Ganz einfach. Ah, ganz drin. Dass der ganze Körper drin ist auf einmal. Wenn der ganze Körper nicht drin ist auf einmal, dann war der Mensch nicht in der Mikwe. Was symbolisiert das? Dass der Mensch geht in die Mikwe und er gibt sich auf. Er annulliert sich im Wasser. Wasser ist die Quelle des Lebens. Er annulliert sich, Wasser besucht wie das Göttliche. Er gibt sich auf für die Göttlichkeit. Er sagt, Gott, ich und du sind nicht zwei verschiedene Sachen. Ich bin in dir inkludiert, ich gebe mich dir auf. Das ist das ganze Geheimnis der Mikwe. Dass der Mensch reingeht und auf einmal spürt seine Abhängigkeit von Gott. So wie er von Wasser abhängig ist. Ja? So wie er sich im Wasser spürt, wer bin ich überhaupt? Man sieht mich oben gar nicht. So auch, ich und Gott, wir sind eine Sache. Wir sind in uns inkludiert. Es gibt eine sehr interessante Halacha, das drückt aus, wie stark die Geschöpfe im Wasser eigentlich ein Teil des Wassers sind. Wir wissen, eine Mikwe braucht ja ein Maß von 40 Seah. 45 nennen wir das wie Liter. Und es gibt eine Halacha, dass die Geschöpfe im Wasser, man sie dazu zählt zu diesem Maß. Das heißt, wenn ich habe jetzt zum Beispiel 39 Liter Wasser und ich habe einen Fisch im Wasser und dieser Fisch wiegt 1 Kilo, dann gilt das als 40 Seah. Wie? Aber das sind nicht 40, das sind nur 39. Weil der Fisch ist ein integraler Teil des Wassers. Er ist wie Wasser, er ist selber wie Wasser. Genau, er und das Wasser ist eine Sache. Wir zählen ihn als ein Liter Wasser dazu. Genau, er ist man zählt ihn nicht als etwas Eigenständiges, sondern er ist ein Teil
von dem Wasser. Und das ist das, deshalb aus diesem Grund hat Gott die Welt erschaffen nur mit Wasser. Weil er wollte, dass der Mensch sich immer so fühlt, wie nur Wasser. Er ist ein Teil des Wassers, er ist abhängig von Gott. Er und Gott sind eine Sache. Gott hat getrennt, er hat gemacht wie ein Sandwich, unten ist Wasser, dann hat er oben Wasser gemacht, und dazwischen ist der Mensch. Aber der Mensch muss wissen, oben ist das Unwasser, eigentlich ursprünglich war alles nur Wasser. Wenn Gott wollte, hätten wir alle Flossen gehabt und sollten im Wasser schwimmen wie Fische. Ja, aber Gott sagt, nein, ich habe einen Plan, es gibt die Erde, aber ursprünglich, von der Idee her, ist alles in einer Atmosphäre von Wasser. Unten, oben, der Mensch sollte umgeben sein von Wasser, um dieses Gefühl zu haben, wer bin ich überhaupt? Ich bin von Gott abhängig, ich annulliere mich in der Gesamtheit Gottes, in der Gesamtheit der Schöpfung. Aber die Menschen haben es nicht kapiert. Und irgendwann mal sind die Menschen vom Wasser rausgegangen. Ich rede jetzt von der Idee. Das bedeutet, die Menschen haben begonnen, sich selbstständig zu machen, haben begonnen, gegen Gott zu sündigen. Was hat Gott gemacht? Schau, wenn das der Zustand ist, wenn die Menschen nicht mehr im Wasser sind, sondern rausgehen, dann muss ich wieder den ursprünglichen Zustand zurückbringen. Und ich werde die Wasser überfluten und werde alle in eine Mikwe tun, um die Welt zu reinigen. Damit sie sich wieder spüren, dass sie sozusagen ein Teil von der Gesamten, ein Teil von Gott sind. Und alles ist eine Gesamtheit mit der Einheit Gottes, mit Gott zusammen. Und das war eigentlich der Sinn von dem Mabul. Der Mabul sollte uns zurückbringen zu dem Ursprung, wie am Anfang der Schöpfung. Das alles war Wasser und alles war in Gott inkludiert und jeder hat gespürt, wie er von Gott abhängig ist und hat deshalb auch den Willen Gottes erfüllt. Und deshalb hat Gott den Mabul gebracht, um die Welt sozusagen zu reinigen und alles wieder wie ein Restart zu machen. Sie zu reinigen, alles zu löschen, was war vorher, indem alles auf einmal nur noch Wasser ist und du siehst keine Details mehr. Und sozusagen, damit die Welt wieder von null beginnen kann. Wer ein Mensch geht in die Mikwe, wird rein. So, die Welt ist gegangen in die Mikwe, um sozusagen sich zu reinigen und einen neuen Start zu haben. So, jetzt verstehen wir auch, warum das 40 Tage war. Warum 40 Tage? 40 Tage ist doch eine Zahl, ist doch Barmherzigkeit, ist doch Kreation. Weil genau das war der Mabul. Der Mabul war die Barmherzigkeit Gottes, um die Welt zu reinigen. Gott hätte die Welt in der Unreinheit lassen können, bis sie sich selbst vernichtet. Er sagt, nein, ich möchte eine neue Welt aufbauen, ich möchte die Welt reinigen. Ich bringe den Mabul 40 Tage und ich möchte die Welt kreieren. Das war eine Art Neuanfang. Man wird neu geboren. Deshalb die Zahl 40. Also wenn von hier, der Mabul ist überhaupt nicht eine Strafe gewesen. Der Mabul war eine Reinigung, ein Reinigungsprozess. Er war die Welt wieder zu dem Zustand zu bringen, wie bevor der Mensch, wie er war bei der Schöpfung, bevor überhaupt die Erde, das Land sichtbar wurde. Gut, so war das. Aber wie machen wir das heute? Der Mabul war, kommt, Gott hat versprochen, dass der Mabul nie wiederkommt. Aber von der Idee her, die Sintflut ist trotzdem da. Spirituell. Die Probleme, die Sorgen, die ein Mensch hat, ist heute auch noch da. Aber wie der Mensch rettet sich vor der Sintflut? Was sagt uns die Tora? Der Mensch muss gehen in die Arche. Stimmt's? Was ist diese Arche? Was ist die Medizin, die Gott uns geben möchte? Was haben wir gesagt? Und die Arche, das Wort Arche ist Teva. Die Tora bezeichnet nicht die Arche Schiff, Onias, wie man sagt Teva. Teva bedeutet entweder Schachtel, Box, aber Teva hat noch ein Wort, nämlich noch eine Bedeutung, nämlich Wort. Teva, wir sagen Tevot Hatfila, die Wörter des Gebets. Ja? Teva bedeutet auch Wörter, auch Wort, das ist Teva. Komm, die Tora und sagt uns, möchtest du dich retten vor der Sintflut, die draußen wütet, vor all den Sorgen und Problemen und so weiter, dann fliehe in die Wörter, geh rein in die Wörter. Fokussiere dich, welche Wörter? In die Wörter der Tora und in die Wörter des Gebets. Dorthin musst du dich fliehen. Geh rein in die Bet Knesset, geh rein in die Bücher, geh rein in die Gebete. Die einzige Möglichkeit, seine Sorgen loszuwerden, die einzige Möglichkeit,
sein Vertrauen in Gott zu stellen. Also du gesagt, voll Vertrauen kommt nicht von alleine. Das ist, wenn du reingehst in die Wörter. Wenn du reingehst in die Wörter, in die Teva, in die Wörter der Torah, der Torah-Lehre, in die Wörter des Gebets. Nur so kannst du dich retten. Wenn du reingehst, wenn du da reingehst. Und von hier lernen wir die Wichtigkeit, dass der Mensch täglich Torah lernt. Täglich zu Gott nicht betet, die Wörter sagt, sondern reingeht in die Wörter. Denn das ist die einzige Möglichkeit, um sich zu retten vor dem ganzen Wirbel, der draußen passiert. Um seine Gedanken zu fokussieren auf richtige Sachen. Wenn der Mensch sich Zeit nimmt, um in die Wörter reinzugehen. So, wir haben gefragt, aber wird das die Welt verändert? Der Mabul war einmal, jetzt ist die Welt besser geworden. Der Mabul war einmal und die Welt sündigt wieder. Aber die Tora hat uns gegeben, ein Patent, wie wir uns retten können vor dem Mabul. Wir haben gesagt, was ist der Mabul? Der Mabul ist, dass die Welt wieder auf Null wird, dass die Welt sich wieder annulliert. Und genau das sagt uns Gott auch. Der Mabul hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir eintauchen können, ich meine jetzt nicht physisches Wasser, damit der Mensch nicht neidisch wird und nicht andere Dinge begehrt, er muss hin und wieder einen Restart machen. Muss sich hin und er sieht, der Mensch, jemand anderer hat was Schönes, muss schauen, was er hat. Muss schauen, was er eigentlich ist. Er verdient es, vielleicht verdienst du es nicht. Ja? Er muss dankbar sein für das, was er hat. Anstatt zu schauen, was hat der andere, mach einen Restart, bring einen Mabul über dir und schau, was hast du gehabt vor einem Jahr und was haben Menschen, die wir unter dir haben. Ja, denk nicht, was du mehr haben könntest, sondern was andere weniger haben. Das ist ein Restart. Geh auf Null. Reduziere deine Begierden, deine Bedürfnisse, indem du schaust, was andere haben. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache ist, sich in die Arche zu flüchten, in die Tevot zu flüchten. Denn wenn der Mensch beginnt zu lernen, seine Einstellung verändert sich. Er wird nicht neidisch, er wird nicht habgierig, weil er sieht, was die Torah dazu sagt. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Wer ist reich? Zufrieden ist mit dem, was er hat. Und so weiter. Wenn ein Mensch beginnt zu beten, er stärkt sein Vertrauen zu Gott. Wenn du in Gott vertraust, dann wirst du nicht neidisch sein. Weil du weißt, alles kommt von ihm. Du weißt, dass jeder hat das, was er verdient. Denn er bekommt das, was er braucht. Und das Allerwichtigste ist, das ist, was die Torah uns sagt, dass nach der Sintflut, die Torah sagt uns, Noach ra olam chadash. Noach hat gesehen eine neue Welt. Nachon, so ist das geschrieben. Was bedeutet neue Welt? Er hat gesehen eine reine Welt, eine vollkommene Welt. Das sagt man uns auch. Der Mensch arbeitet die meiste Zeit und ist draußen die meiste Zeit. Und die meiste Zeit ist er mit seinen Gedanken beschäftigt. Der widmet, wie viel Zeit kann ein Mensch sich flüchten in die Wörter, in die Teva? Eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und trotzdem, egal wie viel der Mensch verbringt Zeit in Bet Knesset, Torah und Gebet, die meiste Zeit wird trotzdem draußen sein. Kommt die Torah und aber sagt, schau, Noach war auf der Arche, 40 Tage hat es geregnet, er war dort, er hat am Schluss eine neue Welt gesehen. Er hat gesehen etwas ganz anderes. Das heißt, die Arche hat ihn so hoch gebracht, dass er hat gesehen einen Neuanfang. So, auch wenn der Mensch sich nimmt diese Zeit in Torah und Gebete, flüchtet und vertieft sich in die Wörter, am Schluss wird auch er sehen eine neue Welt. Er wird auf einmal sehen, dass er beginnt anders zu denken. Eine neue, er wird sehen, er denkt anders. Und wozu brauche ich neidisch sein? Er wird sehen, dass auf einmal sein Vertrauen in Gott stärker ist und das ist wie eine neue Welt. Das heißt, die Flucht in die Wörter, sie rettet den Menschen nicht nur für diesen Moment, sondern sie bringt ihm Dinge bei, dass er dann, wenn er rausgeht aus die Welt und er sieht die Welt, er befindet sich in einer neuen Welt und nicht wie in der Welt, wo er vorher war. Es gibt ein sehr schönes Sprichwort, das habe ich gesagt. Ich habe das wohl gelesen, das gefällt mir sehr. So wie der Mensch die Welt betrachtet, so sieht er die Welt. Der Mensch sieht Dinge. Das, was du siehst, hängt davon ab, wie du das betrachtest. Wisst ihr, und betrachten ist, sehen ist ja visuell. Betrachten ist hier. Wie sehe ich die Dinge? Wenn du siehst etwas Schlechtes, das heißt hier drinnen, betrachtest du Dinge schlecht. Wenn du etwas Schlechtes positiv siehst, das ist hier drin, bist du ein Optimist. Also der Mensch kann ein Problem haben, Chas v'Shalom. Die Frage ist aber, wie betrachtest du dieses Problem? Und wer es als Problem sieht, ist die Frage. Okay. Du siehst ein Problem, aber wie betrachtest du es? Und diese Art der Betrachtung
hängt da, du kannst, hängt davon ab, wie viel du dich flüchtest in die Wörter der Tora, in die Wörter der Buchstaben. War mal ein abschließend. Es war ein, ich habe das eh vor mir, kann ich auch dann, damit wir es authentisch machen mit all den Namen, ja. Es war ein Bursche, er hieß Nachum Merkovic. Und er mit 16 Jahren hat seine Familie verlassen und ist von Israel nach Amerika gefahren, um in die Yeshiva zu lernen. Aber er war nicht ein Lerner, er hatte nicht Spaß am Lernen, aber er wollte irgendwas aus sich machen, er wollte irgendwie Freude, er wollte eine Befriedigung haben im Leben. So hat er sich entschieden, dass er sich einschreibt in Irgun Hatzalah. Das gibt es überall auf der Welt. Dass es gibt eine Organisation, ja, Juden organisieren sich für Rettung. Sie haben ihre Rettungswegen, gibt es auch in Wien nebenbei, ja. Irgun Hatzalah, dass bevor die Rettung kommt, sie sind schon schneller und können helfen. Und auch sie machen Shmira, eigene Sicherheitsmänner, nicht bewaffnet, aber ja, so, das nennt sich Bürger, es gibt es auch überall noch nicht. Bürgerwehr. Da hat gesagt, ich möchte dort sein, weil dann fühle ich mich, ich mache ihm das Gescheites. Er hat das gemacht und er war noch in der Zeit, auch das war für ihn nicht genug. Er war sich gefühlt innerlich, dass er nicht, es gibt ihm nicht das, was er möchte. Gut, irgendwann einmal, er hat sich entschieden, ich möchte den Bavitscherin fragen, wie kann ich Sinn machen, wie kann ich glücklich sein? Und er hat dem Rebbe gesagt, so ganz offen, dass er arbeitet in dieser Organisation, aber er ist damit nicht zufrieden und Rollen interessiert ihn auch nicht. Und er ist doch nicht zufrieden, aber er ist auch damit nicht zufrieden. Er ist nicht, er lernt nicht Torah und er ist damit nicht zufrieden. Sagt Rebbe, gib mir einen Tipp, wie kann ich Freude an Torah lernen? Und Rebbe hat ihm etwas sehr Schönes gesagt. Er sagt, jeden Tag lerne 5 Minuten Torah. Nicht mehr. Nicht mehr. Schau auf die Uhr, 5 Minuten sind ungehört auf zu lernen. Nur 5 Minuten, jeden Tag. Nicht eine Sekunde mehr. Da. Er macht ein Buch auf, lernt, 5 Minuten, er macht zu, er hat es versprochen. Nächsten Tag 5 Minuten, wie viel ist 5 Minuten? Das ist gar nicht 5 Minuten. Lernt, er ist mitten wo drin, aber er hat 5 Minuten, macht das Buch zu. Und was ist passiert? Er hat gelernt nur 5 Minuten, aber er hat den ganzen Tag gedacht an diese 5 Minuten. Weil wenn du lernst und du bist mitten wo drin, du musst nicht das Buch zumachen. Was ist die Antwort? Wie geht es jetzt weiter? Und der Rebbe hat ihn dazu gebracht, dass er zwar in Quantität nur 5 Minuten gelernt hat, aber in der Qualität war er den ganzen Tag in diesen 5 Minuten drinnen. Er hat immer schon überlegt, wie kann die Lösung sein? Weil er hat sich nicht gelesen und er wartet schon auf den nächsten Tag, dass er weiter lernen kann. Also da, auf einmal du siehst, dass ein Mensch, er steckt seinen Kopf, er flieht in die Buchstaben hinein, es können nur 15 Minuten sein, aber sein ganzer Kopf dreht sich nur um diese 15 Minuten im Laufe des Tages. Und so, er schützt sich vor schlechten Gedanken. Er hat keine Zeit für seine Sorgen, weil sein Kopf ist in der Tora drinnen. Ja, das hat nichts zu tun mit Quantität, das hat oft zu tun mit der Qualität. Also der Mensch muss lernen, wenn der Mensch Tora lernt, aber die Gedanken danach sind dieselben, dann hat er nicht richtig gelernt, dann lernt er Dinge, die nicht interessant genug für ihn sind. Oder er lernt nicht. Und wenn der Mensch Torah lernt, 5 Minuten, aber im Laufe des Tages, er denkt immer an diese 5 Minuten, was, wie, wo, wie geht's weiter, wann kann ich wieder aufmachen, ein Buch und weiterlernen, das ist ein Zeichen, dass er wirklich reingegangen ist in die Buchstaben und nicht nur oberflächlich die Dinge gelesen hat, zugehört hat, sondern dass er wirklich drinnen war, in der Materie, in der Arche, in der Arche, in der Teva, in der Torah. Gut. Kasakim bu kadar.